Willkommen zum kleinen Review der Makita DF330D. Ich zeige, was alles so dabei ist im Lieferumfang und zeige auch die DF330D in Aktion. Und auch, warum ich Löcher in meine Arbeitsplatte mache. Zuerst zum MacPack Behältersystem von Makita. Jedes Gerät kommt in so einem Behälter, den man mit zwei Verschlüssen öffnen kann. Hier die SB6000 Tauchsäge mit dem größeren Behälter. Die Geräte lassen sich in diesen Behältern sehr gut einzeln tragen und sind auch sehr gut verstaut. Die Systeme lassen sich miteinander kombinieren und fest miteinander verbinden. Dazu muss man vier Riegel mit der darüberliegenden Box zusammenstecken. Dadurch, dass das alles Kunststoff ist, geht es teilweise etwas schwer. Tragen kann man dann zwei oder drei Geräte nur noch mit viel Kraft. Aber das ist logisch, weil jedes Gerät sein eigenes Gewicht hat. Kommen wir zum Lieferumfang des DF330DWJ. Das Ganze kommt mit einem MacPack der Größe 1, also einem flachen. Makita packt dabei einen Kunststoffbehälter. Ich habe hier noch den Bitsatz oder den Bit, der mit dabei war, schon da reingelegt. Diese Kunststoffbox hat eine Einlage und kann die verschiedensten Bits, Bohrer oder was man auch so immer braucht, verstauen. Die Box ist einzeln verschließbar und hält auch sehr sicher. Zusätzlich mit dabei ist ein Holster, der sehr gut schließt, mit einem Druckknopf, in den die DF330 sehr gut reinpasst. Sie wird sehr gut gehalten und kann auch, wenn man es an der Gürtelschlaufe trägt, nachdem der Druckknopf geschlossen ist, nicht mehr rausfallen. Ob man dieses nun wirklich dann braucht, ist Geschmackssache. Ich denke, ich werde es nicht brauchen, weil wenn man es zu hat, hat man es nicht in der Hand und ansonsten ist es zu aufwendig, es aufzumachen. Mit dabei ist zusätzlich noch das Ladegerät für die Akkus mit verschiedenen Statusanzeigen. Zweitakku, der auch eine eigene Ablage in der vorgeprägten Einlage hat, sowie der erste Akku, der direkt in dem Gerät steckt. Die Akkus haben 10,8 Volt und sind Lithium-Ionen. Wie an dem Klickgeräusch eben gerade zu hören, rasten sie sehr gut ein. Vorne hat die Makita eine LED. Diese bleibt etwas 10 Sekunden, nachdem man den Taster gedrückt hat, noch an. Die Makita hat zwei Geschwindigkeitsstufen, die man mit einem Wahlschalter umschalten kann. Zusätzlich natürlich Rechts-Links-Lauf und in der Mitte die Arretierung. Diese sind, wenn man sie mit einer Hand hält, im normalen Betrieb sehr gut mit dem Daumen zu erreichen. Die verschiedenen Bohrstufen oder Drehmomentstufen lassen sich mit dem Ring wie bei jedem anderen Akkuschrauber einstellen. Wozu man jetzt wirklich so viele verschiedene Stufen braucht, ich denke, die Hälfte hätte ich auch getan. Natürlich gibt es zum Schluss noch eine Bohrstellung, in der ich gleich noch mehr zeigen werde. Ein Bohrer mit 1 cm Durchmesser passt gerade noch so in das Bohrfutter. Auf meiner Werkbank liegt eine 5 cm Multiplexplatte, in die wir jetzt ein paar Löcher machen. Zuerst noch ein Nachteil der Makita, wie man hier sehen kann. Ist die LED zwar schön hell, beleuchtet aber genau den Punkt,
für meinen Bohrer vorne nicht mehr, da das Bohrfutter im Weg ist. Für meine Bandhaken mache ich nun ein Loch in meine Arbeitsplatte. Zuerst bohre ich dort so mit einem 3/4 Inch Pfostenbohrer das Loch so weit vor, bis der Bohrkopf verschwindet, und bohre anschließend mit dem 10 mm Bohrer das Loch weiter, um viel Material rauszukriegen. Setze danach das Loch mit dem 3/4 Inch Bohrer weiter, bis ich durch die Platte durch bin. Hier versagt die Makita keinesfalls und leistet sehr, sehr gute Dienste, besser als ich erwartet hätte. Braucht nur 3 Minuten für ein Loch. Anschließend kann ich in diesem Lochsystem die verschiedenen Bandhaken verwenden. Unter anderem die der Firma Veritas, die für dieses System ausgelegt sind. Mit zum Beispiel einer solchen Anschlagsleiste. Oder mit verschiedenen Klemmen lassen sich die Werkstücke auf der Werkbank festspannen und anschließend sehr einfach bearbeiten. Dadurch entfällt das lästige, wo mache ich meine Klemme fest, wo spanne ich es ein, ganz einfach, indem man dafür die Werkbank selbst benutzt. Das hält sehr stark. Danke, bis zum nächsten Mal.